So Leute, da bin ich auch wieder zurück und ihr könnt es euch schon fast denken, auch am Thumbnail, lebe länger als die Gegner. Ich brauche noch 23 jetzt und dann bekomme ich nämlich Ruby. Das haben wir natürlich jetzt schon geschafft. Ich habe mich einfach im Busch versteckt. Jetzt gehe ich einfach nur hin und bringe mich selber um und hole euch einfach mit, wie ich mir halt den Skin abhole. Und denkt dran, wenn ihr den Skin auch haben wollt, ganz simpel, guckt nur gerade oben rechts in die Infobox rein, die eben bereits schon abgelaufen ist. Guckt euch das Video an und so könnt ihr ganz simpel den Skin euch auch holen, egal auf welcher Konsole ihr spielt. Egal auf welcher Plattform, und dann ist das Ganze auch ganz easy zu machen. So, wir gehen jetzt direkt zur Lobby, denn ich hoffe, man kriegt den Skin jetzt direkt in den Spind reingesteckt. So, Achtung, weil es ist halt einfacher. Da, man kriegt es nicht angezeigt. Ich hasse das, gell? Wenn ich liebe einfach dieses Ding, wenn das aufpoppt, Belohnung. Ah, furchtbar. So, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal an. Zack, da ist der Skin. Und so sieht er nämlich aus. Dann gibt es noch den Kleider dazu. Mal gucken, wie der so aussieht. Ja, gut, zu dem Skin passt er. Sagen wir mal so. So, dann hat mir noch das Backbling. Das ist da. Warum das nicht hier ist? Weil das ja immer nach den neuesten. Aber warum die zwei davor stehen? Keine Ahnung. So, dann sieht der Skin so aus. Ich würde sagen, wir gehen noch ganz schnell in die Lobby rein, damit ihr auch seht, wie der Skin von hinten, von vorne, wie der Kleider aussieht. Und dann natürlich erstmal Dank an alle, die heute fleißig kommentiert haben bei allen Videos. Alle, die ein Like da gelassen haben, natürlich auch danke. Alle neuen Abonnenten natürlich auch sehr herzlich willkommen. Wundert euch nicht, Creator Code steht immer da. Gott, wann gab es denn diesen Ladebildschirm? Ich sage, ich lasse meine Ladebildschirme ja immer so durchlaufen, weil wir bekommen ja so viele Ladebildschirme, man guckt sich die ja im Endeffekt doch nicht an. Aber wie alt ist das denn? Gott, das war noch. Hä, ist das nicht sogar ein Rette die Welt? Ah, ach, was habe ich vergessen? Die Pickaxe. Ich habe die Pickaxe noch von Medusa drin. Das war's an der Stelle komplett. So viel zum Thema, ich zeige euch Gameplay. Aber ich denke mal, die Pickaxe, das können wir verzeihen, oder? Es geht ja darum, wie sieht der Skin aus. Also ich sage ganz ehrlich, Backbling geht gar nicht. Ist mir irgendwie zu groß. Weil guck mal, wie das Backbling hin und her, hin und her, hin und her. Gott, ne, 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 ne. Rückenaccessoire geht gar nicht. So, dann gucken wir uns noch gerade schnell den Kleider an, wenn wir endlich mal in die Runde rein dürfen. Und dann habe ich nämlich erstmal alle Aufgaben soweit fertig. Bis auf halt Jedi, aber ich sage ja, Level muss ich nicht mehr. Dann muss ich mir hier noch die 400 V-Bucks abholen. Mal gucken, ob ich das gleich noch mache. Aber ich schätze mal, ich gehe gleich noch in Rette die Welt rein. So, dann gucken wir uns direkt den Kleider an. Zack. So sieht der Kleider aus. Okay, kann man. Ja, ist okay. Definitiv. Also Skin okay, Kleider okay, Pickaxe jetzt gerade leider nicht dabei. Sorry dafür. Und dann würde ich sagen, erstmal danke, dass ihr so lange dabei wart. Danke für den ganzen Support für heute. Und da bin ich erstmal raus und haut rein.